Yo, yo, FitFam, willkommen zu meinem Vlog am 26.07.2018. Es ist ungefähr 8:30 Uhr. Donnerstag ist, das heißt, es stehen wieder zwei Trainings an. Jetzt gleich Beine und nachmittags Pull. 10 bis 12.000 Schritte, 6 bis 8.000 Kalorien. Schauen wir mal, ob wir heute irgendein Cheat machen oder so, irgendwas Cooles. Gucken wir mal, weil sonst ist nur Work, Work, Hustle, Hustle auf dem Plan. Schauen wir mal. Danke fürs Einschalten erstmal. Viel Spaß beim Vlog, Leute. Ich gebe mir Mühe. Jetzt geht's eben gleich ins Gym, dort werde ich natürlich wieder filmen. Beinpresse steht an, dann Beinkreuz im Stehen und Kniebeugen, Waden, Bauch. Danach gleich 36 Minuten Cardio, entweder im Gym oder draußen. Schauen wir mal, wie das Wetter ist. Wenn es zu warm ist oder regnet, dann werde ich es drinnen machen. Und wenn es okay ist von der Temperatur, dann mache ich es natürlich draußen. Damit wir ein bisschen Bräune ins Gesicht bekommen. Ja, sonst gibt's eigentlich nichts. Ich habe gut geschlafen, schon alles hergerichtet, seine Geburtskaffee getrunken, Gesicht gewaschen, Gymbag ist gepackt, alles ready. Und ja, schauen wir mal, auf Beintraining habe ich heute irgendwie nicht so Bock, weil ich mache jetzt seit, glaube ich, einem Monat jeden zweiten Tag Beine. Und meine Beine tun fucking weh. Ich werde aber jetzt wahrscheinlich trotzdem Beine machen. Wenn es nicht geht, dann mache ich jetzt Pull und am Abend bzw. nachmittags dann Beine. Auf jeden Fall steht heute Pull und Legs an. Schauen wir mal, wie wir es aufteilen. Werde ich euch wissen lassen und werdet ihr dann sehen. Bis straight nach dem Gym, nach dem Cardio. Bis gleich, Leute, haut rein. Peace. Yo, FitFam, wir sind jetzt wieder daheim vom Cardio und vom Leg Training. War richtig nice. Wir haben jetzt 5839 Schritte, das ist 11.41 Uhr. Jetzt werden wieder Dateien rübergeladen, Video zu Ende bearbeitet, weil ich noch Musik einfügen muss und dann hochladen muss, beziehungsweise speichern muss, dann hochladen muss in YouTube, dann noch ein Thumbnail machen und ja, das steht jetzt an. Wie gesagt, Beintraining war richtig gut. Wir haben heute gemacht Beinpresse, 290 Kilo, 6 Sätze, 10 bis 12 Wiederholungen. Ich habe 5 Sätze mit 10 Wiederholungen gemacht und den 6. Satz habe ich 12 Reps gemacht. Pause hier waren 60 Sekunden. Genau, 60 Sekunden. Ich zeige euch den 6. Satz hier. Kilo, das nächste Mal gehen wir auf 295 Kilo hoch, werden immer stärker, richtig nice. Dann haben wir gemacht 12 Sätze Beinkreuz im Stehen, immer so viel wie es geht, 30 Sekunden Pause, weil es ja einbeinig ist. Genau, 4 Sätze habe ich mit dem ganzen Stapel 55 Kilo gemacht, da kommt der 4. Satz hier. Dann 4 Sätze mit 10 Kilo weniger, also 45 Kilo, kommt der 4. Satz hier. Wir setzen mit 35 Kilo, auch so viel wie es geht, kommt der 4. Satz hier. Nice, ich glaube, da können wir jetzt dann bald steigern bei den zweiten und dritten 4 Sätzen. Einfach um 5 Kilo mehr, aber das schauen wir je nach Gefühl und je nach Belieben beim nächsten Mal. Dann haben wir Kniebeugen gemacht, heute 150 Kilo. 45 Sekunden Pause hier, 6x 3 bis 4, ich habe 5 Sätze mit 3 Reps gemacht und im 6. Satz 4 Wiederholungen. Ich zeige euch den 6. Satz hier. Leicht, also wie gesagt, die Kraft steigt immens durch die ganzen Kalorien, durch das ganze Essen und durch das häufige Training, weil ich ja jetzt 3 bis 4 Mal die Woche Beine mache und das merkt man einfach, die Technik wird besser, die Kraft steigt immens, richtig nice, freut mich, die Beine wachsen auch wieder. Dann habe ich noch 10 Sätze Waden, 22 Sätze Bauch, fertig und ja, Cardio jetzt eben schon durchgezogen, war echt fucking warm draußen, Alter, war das warm. Puh, jetzt werden wir auf jeden Fall, wie gesagt, Videos machen, Thumbnail, Daten rüberladen, bla bla bla. Um 12 gibt es einen Whey Shake und eventuell ein oder zwei Energy Cakes. Muss ich schauen, ich habe eigentlich nicht so Bock drauf gerade, weil gestern hatte ich ja wieder 6 Stück. Fettes Kind.
Auf jeden Fall sehen wir uns dann dort wieder, Leute. Bis gleich, haut rein. Wir sind wieder daheim vom Pultring und vom Solarium. Es ist jetzt 4:45 Uhr. Gegessen haben wir noch nichts, bis auf die zwei Energy Cakes und den Whey Shake, den ihr gesehen habt, sonst gar nichts. So, was habe ich trainiert? Pull. Wie war's? War richtig geil. Ich habe gemacht Latzug im Obergriff. 4 Sätze, 13 Scheiben, 45 Sekunden Pause, immer so viel wie es geht. Kommt der vierte Satz hier. Spiel bei Latzug im Parallelgriff, 4 Sätze, 13 Scheiben, 45 Sekunden Pause, immer so viel wie es geht, kommt der vierte Satz hier. Und das allergleiche bei Latzug im Untergriff, 13 Scheiben, 45 Sekunden Pause, immer so viel wie es geht. Ich zeige euch den vierten Satz hier. War nice. Dann haben wir gemacht Rudern Parallelgriff am Kabel. Hier 3 Sätze, 45 Sekunden Pause mit 120 Kilo, immer so viel wie es geht. Kommt der dritte Satz hier. Drei Sätze mit 130 Kilo, 45 Sekunden Pause, immer so viel wie es geht. Kommt der dritte Satz hier. Gemacht mit 112 Kilo 3 Sätze, 45 Sekunden Pause, so viel wie es geht, und mit 104 Kilogramm alles dasselbe, wieder 3 Sätze, 45 Sekunden Pause, immer M-Rap, so viel wie es geht. 12 Sätze war gut, die zwei leichteren Satzfolgen habe ich nicht gefilmt, weil ihr habt sie mit 120, 130 gesehen, das heißt, die anderen waren einfach sauberer. Punkt, das war's. Und dann noch Low Row gemacht, 3 Sätze, kompletter Stapel, 30 Sekunden Pause, immer so viel wie es geht. Wie gesagt, filme ich nicht mehr, weil ist schon das ganze Gewicht. Dann noch High Row gemacht, war heute richtig schwer, eigentlich wollte ich 40 Kilo nehmen, habe aber nur 30 Kilo genommen, weil es so schwer war. Ich habe 40 Kilo probiert, ging nicht, also es ging schon, aber wie halt. Dann 35 Kilo, auch richtig schwer, dachte mir so, Alter, geh auf 30 und mach's auf Gefühl. 30 Kilo genommen, 3 Sätze, 30 Sekunden Pause, immer so viel wie es geht. War gut, aber halt sehr, sehr schwer heute. Dann das Rücken durch, waren 30 Sätze. Dann haben wir gemacht 5 Sätze Bizeps Curls mit 20 Kilo. 45 Sekunden Pause, immer so viel wie es geht, im Stehen abwechselnd. War gut, aber wie gesagt, nicht gesteigert, nicht weniger Gewicht oder irgendwas Spezielles, deshalb nicht gefilmt. Und dann noch Bizeps Curls im Stehen gleichzeitig mit 15 Kilo, 30 Sekunden Pause, 5 Sätze, immer so viel wie es geht, auch nicht gefilmt, weil gleiches Gewicht wie beim letzten Mal. Dann noch Nacken 6 Sätze mit 42,5 Kilo, 30 Sekunden Pause, immer so viel wie es geht. Steigern wir erst im August, wisst ihr ja. Und dann noch hinter der Schulter wieder ein kompletter Stapel, also 80 Kilo, 6 Sätze, 45 Sekunden Pause, immer so viel wie es geht. War auch nice, aber nicht gefilmt, weil bin ich ja schon am Maximum. Jetzt sind wir eben daheim, Leute, und ich habe fucking mega, hyper, duper, super Bock auf fucking Fast Food. Also richtig auf was Salziges, weil ich so verschwitze. Ist ja klar, verliere ich das ganze Natrium. Haut mir raus. Und deshalb, ja, habe ich jetzt mega Bock auf Fast Food. Jetzt weiß ich aber nicht. Ich fahre jetzt erstmal zum Edeka, da nehme ich euch mit. Und vielleicht kaufe ich mir auch ein geiles Rinderfilet und würze das dann bloß mit Salz und Pfeffer, brate es in der Pfanne an. Und dazu Reis oder Reiswaffeln oder Maiswaffeln oder eben dann McDonald's und oder Burger King oder KFC, irgendwie sowas. Eigentlich wollte ich die Impossible Big Mac Challenge machen, aber die machen wir erst, wenn die Haselnuss fertig ist mit ihren Klausuren. Und die mache ich dann bei ihr, weil es einfach besser ist. Und dann kann sie auch gleich was essen. Dann haben wir das gleich miteinander.
deshalb wahrscheinlich jetzt keine Big Mac bzw. Impossible Big Mac Challenge. Übrigens eins, die Impossible Big Mac Challenge besteht aus 4 Big Macs, 4 großen Pommes und 4 großen Milchshakes. Ja, Impossible ist die nicht, schaffe ich auf jeden Fall. Aber die machen wir jetzt eben nicht, sondern wie gesagt, jetzt fahren wir erstmal zum Edeka. Schauen wir mal, vielleicht haue ich mir auch eine Pizza rein oder irgendwie sowas. Irgendwas Gutes finde ich. Ich brauche jetzt auf jeden Fall Calories, weil ich zweimal trainiert habe und glaube ich schon 7000 Schritte habe, fucking Hunger habe. Und ja, erst 2 Energy Cakes und 53 Gramm Bäuer hatte, das ist nichts. Wie gesagt, Leute, wir sehen uns dann gleich wieder beim Einkaufen. Haut rein, sehr peace. Jo, was geht? Bis gleich. Wir sind wieder daheim vom Edeka. Schaut, was ich mir gekauft habe. Bam. Fett geile Pizza. Danach gibt es noch was anderes. Das zeige ich euch dann, wenn es fertig ist. Bis gleich. Und dann gibt es jetzt noch 500 Gramm Pangasius-Filet und 250 Gramm Blumenkohl. Für die Clean Gains. Yo, 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 Fett Fam, was geht? Es ist genau 0 Uhr 0. Heute habe ich mir nur so wenig gefilmt, Leute, sorry, aber ich war einfach so fucking am Arsch und ich hatte so viel in Instagram zu tun. Es tut mir leid, morgen wird es besser, morgen gehe ich zum Friseur, da wird gefilmt, da habt ihr genug Videomaterial wieder. Und eventuell machen wir eine Fress-Challenge, muss ich noch schauen, was genau ich da machen werde, aber ich habe schon eine geile Idee. So, jetzt erstmal hier gegessen, haben wir heute 5829 Kalorien. Ich habe meinen Reis, mein Hühnchen und mein Blumenkohl vorher nicht gefilmt, aber jetzt wartet schnell, weil ich glaube nämlich, ne, habe ich alles eingetragen. Genau. Jetzt das noch trinken hier. Vitamin C und Zink, dann haben wir genau die 5829 Kalorien. Schritte haben wir. Hoffentlich kommt jetzt keine Werbung. 13.140. Richtig nice, Leute. Beide Trainings waren gut. Instagram ist gut. YouTube ist gut. Und ja, Essen hat gut geschmeckt. Bin halt mega am Arsch, deshalb gehe ich jetzt gleich ins Bett, Leute. Deshalb habe ich auch nichts mehr gefilmt. Es tut mir wirklich leid, aber ich muss so fertig, weil ich muss mich einfach mal ein bisschen chillen, ausruhen. Aber das Video für morgen ist bereits vorbereitet, ist bereits online. Weil wir morgen schon um 14 Uhr den Friseurtermin haben. Deshalb muss ich morgen pünktlich um 7 aufstehen, damit ich dann gleich trainieren kann, Cardio machen kann und dann gleich das Homework durchziehen kann, bevor ich zum Friseur gehe, weil danach möchte ich es nicht mehr machen. Danach möchte ich dann die Food Challenge bzw. ja, Food Challenge machen. Und da will ich quasi schon alles hinter mir haben, wenn ich die mache. Genau, das steht morgen. Eben Push 2 Schreckpunkt drücken, Kurzhantel. Homeworkout 10 bis 12.000 Schritte, 6 bis 8.000 Kalorien mit Food Challenge, Friseur und das war's. Wird alles gefilmt. Leute, damit verabschiede ich mich jetzt. Wie gesagt, sorry, tut mir leid, wenn der Vlog ein bisschen langweilig ist. Dafür habt ihr eine geile Pizza gesehen und geiles Pangasius-Filet. Es hat übrigens gut geschmeckt. Ja, genau, Leute, ich hau mir das jetzt rein. Dann gehe ich ins Bett. Haut rein, bis morgen in aller Frische. Wir sehen uns. Schlaft gut. Danke fürs Zuschauen.